Willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario Maker mit mir im Terminus. Wir machen wieder 10 Mario-Herausforderungen. Oh, die, oh, Plot-Twist. Die Prinzessin wird entführt. Wo ist sie hin? Ich glaube, ich habe das gerade übersprungen. Dann das Sternenspurt. Oh, was Deutsches. Das finde ich ein bisschen komisch. Ach so, ja, gut. Nice, gefällt mir. War richtig schwer, ich muss zugeben. Das hat all mein Skill gebraucht. Ich hoffe, es kommen noch schwerere Level. Das tut mir jetzt fast ein bisschen leid. Ja, weiter, bitte. Ja, es hat nur ein paar Gegner gezeigt, die man kaputt machen kann. Geht besser. Mina, traust du dich ran? Das hört sich auch wieder deutsch an. Mina, muss ich mich denn trauen? Komm her! Komm her! Das hat sich gerade echt komisch angehört, dieses Sternen-Soundy. Ich habe mich nah genug dran geraut. Will ich nicht nochmal spielen, das hat mir Angst gemacht. Ich mag keine Kettenhunde. Wenn jetzt irgendwas Deutsches kommt, dann bin ich verwundert. Schugo, was hört sich... warte! Ja, das ist mein Lieblings... Nicht unbedingt, aber das ist das einzige Level in Super Mario Bros. 3, wo diese Kuriboschuhe drin sind. Kannst du mal weggehen? Kuriboschuhe! Das ist uncool. Angriff! Nice! Der hat einen Fliegenden. Kann ich hier raus? Gib mir einen Fliegenden. Nice! Das ging damals nicht. Oh nein, ich fall runter! Hammergeil. Brauche ich nicht, aber... Ist ein nettes Remake mit ein paar neuen Features wie dem Pilz da oben. Ich weiß nicht, ob es den immer schon mal gab. Bleib kurz hier. Ja, das Loch kenne ich noch. Hat mich schon mal getötet. Oh Gott! Nein, mein Schuh. Mein Schuh ist mir heilig. Macht man die mit dem Kuriboschuh schon mal kaputt? Macht man auch nicht kaputt. War das schon immer so? Ich weiß es nicht. Ich kenne das. Das war auf jeden Fall nicht. Da kannst du mir nicht sagen, dass da oben so ein Ding war. Egal, los geht's. Nope! Nice! Das ist auch ein cooles. Ja, da kommst du so nicht hoch, ohne den Flügelding. Nett. Nett, falls man den extra mitnimmt, so wie ich. Ja. Das war cool. Ich mag das. Ich verliere keine Leben. Weiter, bitte. Bitte mehr davon. Also Remakes finde ich eigentlich ja nicht... So interessant. Festung der Zickzack. Das hört sich wieder ein bisschen deutsch an. Hotels nicht. Festung der Zickzack. Ach du Scheiße, ne? Ne, gefällt mir nicht. Gib keinen Daumen nach oben. Lass mich. Das sind meine schlimmsten Albträume. Gib mir Pilz. Okay, ich gehe in die Ecke. Verpiss dich. Das war gut. Terminus. Das war... Aber interessant gemacht. Dafür, dass es zu kurz war, ist es okay. Hätte das jetzt 5 Stunden so weiter gemacht, dann wäre uncool gewesen. Dann wäre nicht schnell. Ja, bitte mehr. Aber die Folge geht viel zu schnell vorbei. Bei mir ist jetzt 6 Minuten angezeigt, aber ich habe ja davor noch Testaufnahmen und oh Gott, nein. Nein, Trampoline sind für... Okay, das war kein Trampolinfehler, da habe ich nicht gegengelegt. Das ist ein relativ kurzes Level. Und dafür ist der Schwierigkeitsgrad wieder okay. Wenn jetzt keine versteckten Blöcke irgendwo umher sind. Du springst auf jeden Fall so hoch wie ich. Und hier hole ich mein Leben wieder da. Echt. Wieso habe ich 3 Leben bekommen? Ah, wegen den Vorwänden, die kaputt gegangen sind. Man verliert relativ wenig Leben in diesem Modus. Weil meistens noch irgendwas halt vor der Fahne ist, was dir hart Leben bringt.
In meinem Level Cave Terminus auch. Ja, ich hab's nach mir benannt, einfach weil ich nicht wusste, wie ich es nennen soll. Clown-Kutschenkanone. Kanonade. Du bist wütend auf mich. Gib mir das. Nein, 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 nein. Geil. Geil. Ich wollte das haben. Ich weiß jetzt, bis das herkommt. Nee, auf dich warte ich nicht. Ich hab einen besseren Freund. Nein. Vollgas! Nein. Ups. Auf mich. Nein. Nein. Uncool. Honey. Aber da geht auch mal. So, leben wieder da. Ich mach das Spiel. Ich glaube, ich weiß, was ich mache, wenn die Zeit jetzt echt zu kurz ist. Weil ich habe noch zwei Level vor mir. Und nicht mal mein Timer, der ja nicht stimmt, ist bei 8 Minuten. Pyramiden 2.3 Remix. Auch von Ding. So kenne ich das nicht. Ach so, weil es die Tür nicht so. Ah. Weil er keinen. Kann man keinen Wüstenhintergrund einstellen? Oder hat er ihn einfach nicht freigespielt? Er hat die Kettenhunde benutzt für die Feuerdinger, die es anscheinend noch nicht gibt. Oder er nicht freischaut. Ich weiß nicht. Normalerweise ist das eine Wüstenstage. Und man spawnt, glaube ich, gleich bei den Pyramiden hier. Ich glaube es. Und ja, die Blöcke sind auch im normalen Spiel so krass verbaut, was voll frech ist. Komm mal kurz mit. Ja! Genau, genau. Junge, mal ein Pilz bekommen. Ja, ey. Boing. Lol, ja, sicher. Okay, das ist original relativ getreu. Kann ich mal mit, aber früher kann man einfach so. Okay, das ist nicht original getreu. Aber macht's ein bisschen schwerer hier zu warten. Also, that's alright. Bei mir was nicht jetzt rausdrücken. Oh Gott, Blooper. Ne, mag ich nicht. Ach du so. Cool. Nope. So, wunderschön. War ganz okay. Remix, nicht Remake. Ein Level orientieren, ich. War ja nicht schlecht. Boss auf der Flucht. Nur deutsche Level. Hä? Passt sich das meiner. Cool. Gib mir das. Das finde ich cool. Ich will Yoshi. Ich will Yoshi nicht hier! Ach fuck. Help! 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 Du hast Flü. Ich. Ja. Er hat die Flügel. Ich hab Yoshi nicht bekommen. Ich hab Yoshi möglicherweise umgebracht. Aber es war noch nicht geschlüpft und ich weiß nicht, wie lange das Ei schwanger war. Von dem her kann das noch rechtens okay sein. Abtreibungsmäßig? Ich weiß es nicht. Was rede ich hier? Ich weiß nicht, was los ist. Oh Gott. Bitte mach einen Schnitt rein. Lass mich hier raus. Oh mein Gott. So, da bin ich wieder. Ich habe mir hier mal eine Stage rausgesucht, weil ich gesehen habe, dass der liebe Fan mein Let's Play schon zwei Stages gemacht hat. Die erste habe ich schon gespielt, also spiele ich auch mal die zweite, weil ich jetzt echt noch Zeit habe. Da war ja jetzt echt kurz dieses 10 Mario Herausforderungs-Bullshit. Echt doof. Okay, ja, das habe ich schon mal gesehen teilweise, weil er es, glaube ich, gespielt hat im Stream. Beste! Scheiße. Okay, komm, anstrengen. Terminus. Letztes Level für heute. Dann kannst du wieder Smash spielen. Nimm das als Anreiz. Ich spiele gerade echt gern Smash. Weil neue Charaktere so. Okay, hier gibt's ein Leben, das nicht. Ich mach deine Stage kaputt. Kommt irgendwas Böses raus? Ja. Nein! Lass mich. Nein, bitte nicht. Wieder rein. Wusste ich, dass hier doch noch was ist. Oh!
Frech, 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 frech. Der Pfeil hat gesagt, ich soll hier runter. Nee, gefällt mir nicht. Das gefällt dem Pfeil nicht. Komm her. Komm her. Mongo. Ah, ich bin im Ziel, Mama. Nicht, ich soll die Fahne haben, sitzen. Okay. Nettes Super Mario Bros. 1 Level. Ich kann mir vorstellen, dass bei seinem Level-Vorschau oder bei meiner, wenn ich sterbe, ganz viele X an dieser Stelle, wo man runterfällt, gemacht hat. Ja, weil alle sind tot. Okay. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann auch bitte positiv bewerten. Ich guck gerade unten, das ist ganz interessant, was das durchläuft, aber werde ich jetzt nicht mehr spielen. Was habe ich schon gesagt? Ich weiß nicht. Bis zum nächsten Mal. Terminus raus. Und Schatz.